Nach einem Bericht des Internetportals digitimes.com plant Google die Einführung eines neuen Günstig-Tablets und damit einen Frontalangriff auf Apples Dominanz mit dem iPad. Dem Artikel zufolge soll es noch vor Weihnachten zwei Varianten von Googles Tablet Nexus 7 geben. Eine für 199 US-Dollar und eine für 99 Dollar. Bereits die 199 Dollar sind ein echter Kampfpreis. Ein 99 Dollar Nexus 7 wäre ein echter Hammer. Allerdings wird nicht genannt, an welchen Komponenten Google bei dem 99 Dollar Modell sparen wird. Die Bildschirme sollen vom taiwanesischen Unternehmen Henstar Display geliefert werden. Die DigiTimes beruft sich auf Quellen aus der Industrie. Das neue Günstigmodell des Nexus 7 soll noch vor Weihnachten erscheinen. Vermutlich möchte Google so weiter Druck auf Apple ausüben, die Gerüchten zufolge ebenfalls noch 2012 ein günstigeres und kleineres Modell vom iPad auf den Markt bringen werden.